Als Sie gehört haben, dass der Lockdown möglicherweise nach dem Vorbild Deutschlands verlängert werden könnte, was waren da Ihre ersten Gedanken? Na klar, im ersten sagt man nicht schon wieder, aber das hat immer zwei Seiten. Ne? Ich betone das immer wieder, wir vertrauen, was die Regierung entscheidet, was für uns wichtig ist. Und wenn die Diskussion jetzt schon beginnt und man weiß, dass am 25. was anderes sein sollte oder man geht auf Nummer sicher, dann glaube ich, brauchten wir diese Planungssicherheit, weil das Schlimmste ist immer diese Ungewissheit bis am Freitag davor. Das glaube ich, kann keiner brauchen und ich rede mit vielen Kollegen und heute habe ich auch mit einem Hotelier, mit einem Befreundeten geredet. Ich glaube, ein Riesenwert für die Wirtschaft ist auch Planungssicherheit, so schmerzlich das ist, ob das jetzt eine Woche oder zwei Wochen später ist, aber diese Planungssicherheit, dass man weiß, woran sind wir jetzt und diese vielleicht ein bisschen mehr Transparenz, das würden wir uns wünschen. Ansonsten, wie immer, sind wir ja glaube ich, in guten Händen bei den Entscheidungen. Gefreut hat uns das nicht. Die Leute warten natürlich drauf. Und gerade wenn man so viel anschaut, den Rückstau jetzt bei den Küchenanfragen, also das wird schon spannend. Gibt es da Live-Informationen sozusagen zu den Überlegungen der Bundesregierung? Verlängerung ja, Verlängerung nein? Oder hängen Sie da wirklich völlig in der Luft? Völlig in der Luft klingt ja natürlich negativ, aber es ist so. Das Ganze spielt sich immer wieder gleich aus. Manchmal muss ich ein bisschen lächeln drüber und so sehr, wie das dann immer trifft. Weil es kommt kleines Gerücht, trifft kleines Gerücht, größeres Gerücht, zwei kleine Gerüchte und sobald zwei große und zwei kleine Gerüchte, weiß man schon, es wird so sein. Also, und das ist das wahnsinnig Schwierige. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe jetzt den Lockdown, das Lockdown-Ende schon komplett eingeplant. Man muss sich vorstellen, was da alles dahinter steht. Da gibt es Personaleinsatzplanungen, Anlieferungen, Lieferketten. Auf der anderen Seite wieder die Werbung wieder hochfahren, Prospekte wieder einplanen, Medien wieder buchen. Da hängt so ein Rattenschwanz dran und jetzt nicht nur beim XXXLOT, sondern bei jedem kleinen Geschäft genauso oder bei einem Hotelier. Und ich glaube, weiß man nicht immer, ob man sich dessen allen bewusst ist, was das bedeutet für die Firmen und auch finanzielles Risiko. Man muss sich mal vorstellen, wenn eine ganze Postwurfsendung sinnloserweise in den Mistkübel wandert, weil man die Verteilung nicht mehr stoppen kann, da werden auch Millionenwerte vernichtet. Und vielleicht das kann ein kleiner, da Anführungszeichen, Appell sein, sagt uns lieber 4 Tage früher Bescheid, die Nachricht wird deswegen nicht besser oder schlechter, aber wir können uns besser darauf einrichten und auch Schaden minimieren. Glauben Sie, dass der Handel generell ein Infektionstreiber ist? Wenn Sie jetzt einen Hotelier fragen, wird er sagen nein. Und also aus dem Handel, und wir wissen es ja aus unseren vielen Filialen, wir haben nirgends Fälle, die am Arbeitsplatz passiert sind. Wir dann natürlich auch einiges dafür. Bei uns in der Zentrale in Wels, da ist jeder Arbeitsplatz und offensichtlich zeigt das auch gute Wirkung. Das heißt, jeder Arbeitsplatz hat seine Plexiglasscheibe. Pro Büros ist es so aufgeteilt, dass 2 Meter Sicherheitsabstand ist. Genauso in den Filialen. Jeder Verkäufer hat zum einen die Maske und eine Plexiglaswand. Also der Handel war nirgends auffällig bei irgendwelchen, so, wo es dann so um Cluster geht. Und natürlich fragen wir uns jetzt schon, wenn man dann schaut, wo vor Eislaufplätzen die Kolonnen sind oder dann bei Skistationen, da sagen wir dann, ob das mit den Skigebieten dann notwendig war, ist schon eine Frage. Ich gehe auch gern Skifahren, aber da denke ich, dass der Handel, der dann auch große Flächen bieten kann, wo sich das verlauft, dass wir da sicher die sicherere Variante werden. Finden Sie es schade, dass das Freitesten nicht gekommen ist oder umgekehrt, sind Sie der Meinung, dass Reintesten sollte in jedem Fall auch für den Handel kommen? Eine Pflicht wird immer in irgendeiner Weise schwierig sein. Aber wenn man mich fragt, hätten wir am 23. Dezember eine Gratistestung für ganz Österreich angeboten, hätte sie jeder genommen. 2 Wochen vorher ist keiner hingegangen. Also ich glaube, die Bevölkerung und wir müssen uns einfach bei der Nase nehmen und die Dinge auch befolgen, die da ausgegeben werden. Und wenn ich mir dann anschaue, selbst da im Bekanntenkreis und sowas oder auch bei Freunden, wie man sich anschaut, ich weiß nicht, jeder von uns ist ja auf Instagram und Social Media, ich weiß nicht, ich habe nicht nur immer 2 Gedecke zu Silvester gesehen und zu Weihnachten, sondern die waren durchaus größer. Ich glaube, die Bevölkerung und wir alle müssen uns jetzt einfach klar sein, dass diese Regeln einfach einzuhalten sind. Ansonsten werden wir mit allen rechnen müssen, was da immer kommt. Und ich glaube, die Disziplin werden wir nicht in den Griff kriegen, durch das, dass wir ständig zusperren oder ewig zusperren. Wir müssen, glaube ich, andere Elemente schaffen, dass die Menschen sich an die Sachen halten.
Sie es für praktikabel halten, nennen wir es jetzt einfach mal reintesten, weil es als solches kommen wird, auch beim Handel, sind Sie der Meinung, dass das durchführbar wäre? Könnten Sie sich vorstellen, dass vor den XXX-Lutz-Filialen jemand steht, der bei der Kundschaft sozusagen kontrolliert, ob er einen nicht älter als 48 Stunden herliegenden Test dabei hat, der ihn als Corona-negativ ausweist? Oder ist es sowieso völlig absurd? Den Versuch hat es in der Slowakei gegeben, wo wir ja auch tätig sind. Da war ja das eigentlich ein ähnliches Modell schon im Betrieb, das man dann auch wieder aufgehoben hat. Ich glaube, es ist so nicht ganz praktikabel. Ich glaube, dass das Testen eine gute Möglichkeit ist, ob es dann frei oder rein testen hat. Ich glaube, dass ja viele Menschen sich ja gerne freiwillig testen lassen würden. Überhaupt jetzt, wenn es dann vielleicht nicht nur die Bilder gibt, wo einem irgendwie 6 Zentimeter in die Nase gefahren wird. Also ich glaube, dass diese, auch diese Bilder, die da verbreitet sind. Und ich habe selber viele Tests gemacht. Erstens, dieser Nasentest ist gar nicht so unangenehm, wie man glaubt. Aber es gibt ja die Möglichkeit des Rachentests, dann gibt es diese Gurgeltests und es gibt ja auch diese neuen Tests, die der Herr Unterrichtsminister gezeigt hat. Wir haben uns auf jeden Fall selbst schon eingedeckt mit Tests für unsere Mitarbeiter. Sollte diese Pflicht auch für die Handelsmitarbeiter kommen, sind wir gestellt. Und kann man auch mal klarstellen, wir machen alle diese Regelungen mit und wollen natürlich gerne aufsperren. Mit allen Beschränkungen, Einschränkungen, Regeln, die es gibt, sind wir dabei. Ja, die Regeln müssen aufgestellt werden. Das kann sich eh nicht der Händler jetzt selber durchsuchen. Also mit Pflicht wird es immer schwierig werden. Das hat man auch gesehen. Gut, werden wir mal, wenn die Vernunft auch bei uns selbst allen einzieht, dann würden wir uns auch leichter tun. Aber jetzt wird es natürlich schon, die Zeit wird jetzt schon lange, weil jetzt haben wir ja doch, wenn man sich jetzt anschaut, wir haben seit 27. Dezember geschlossen. Also das ist natürlich schon bitter. Schauen wir mal einen Schritt weiter, das ist dann das Thema Impfung. Werden Sie über den Impfstatus Ihrer Mitarbeiter Bescheid wissen wollen? Nein, glaube ich jetzt nicht, aber wir werden es anbieten. Ich glaube, man muss das immer umdrehen. Weil ich glaube, es geht nicht, dass man jetzt alle dann sagt, so und jetzt muss jeder einen Test. Und ich glaube, das wird nicht funktionieren. Vielleicht wäre es auch so sinnvoll, aber wir sind halt in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur. Alle Diktaturen haben den Virus ja eh im Griff. Sieht man wieder mal, was der Unterschied ist. Und in der Demokratie gehört aber auch die Vernunft derer, die die Freiheit jeden Tag genießen wollen. Und wir würden es anbieten, wahnsinnig offensiv. Wir erkundigen es auch schon. Bei uns zum Beispiel in der Zentrale gibt es schon Liste. Man kann sich jetzt schon in eine Wunschliste für Impfungen eintragen. Das heißt, wir wissen jetzt dann schon, wie viele Leute von unseren über 1000 Mitarbeitern in der Zentrale wollen eine Impfung. Die werden wir beschaffen und die werden dann auch bei uns, und es geht ja immer um Praktikabilität oder um Komfort, die werden dann in der Zentrale bei der Betriebsärztin geimpft. Ich glaube, das ist auch klasse, weil auch viele dieser Tests, dass man dann irgendwo hinfahren muss, dort einen Parkplatz suchen muss und dann in den Test, ich glaube, das hat ja auch viele abgeschreckt. Das heißt, Testung am Arbeitsplatz ist, glaube ich, durchaus ein gangbarer Weg, den man zumindest freiwillig anbietet, und viele wollen ja auch freiwillig getestet werden. Ein guter Weg, um einen niederschwelligen Zugang für Impfungen zu gewährleisten, wenn es in den Betrieben stattfindet. Mit wann rechnen Sie denn eigentlich damit, dass der Handel drankommt? Es gab ja schon des Öfteren auch den Wunsch, dass der Handel mit seinen Mitarbeitern, die so direkt in Kontakt mit vielen Menschen stehen, etwas priorisiert drankommen sollten. Ich glaube, die Prio, die da ja eh schon so bekannt ist oder nicht bekannt ist, dass man sagt, zuerst einmal natürlich Pflegepersonal, Ärzte, dann ältere Menschen natürlich, ich glaube, das ist ganz klar. Heute habe ich gelesen, irgendein Land geht den Weg, testet alle Jungen, damit die in die Schule gehen können. Vielleicht auch nicht so schlecht, weil ich glaube, die Schulen als Treiber der Infektion sind ja lange negiert worden. Jetzt weiß man ja, dass durchaus auch in den Schulen, dass sie da mehr Haushalte treffen, als sie jemals irgendwo weder am Arbeitsplatz in einer Firma oder in einem Handel treffen können, weil bei meiner Tochter in der Schule treffen sie dann jeden Tag 28 Haushalte in einer Klasse und im Schulbus davor 100. Also der Realität muss man einfach auch ins Auge schauen. Bei allem Verständnis, weil ich weiß von meiner Tochter, von meinen Neffen, man ist ja schön, dass Kinder auch gerne in die Schule gehen würden, aber da muss man sich sehr kreative Lösungen nur einfallen lassen. Es gibt ja auch die Möglichkeit von Click und Collect für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, shoppen zu gehen. Wie funktioniert denn das im Moment? Es funktioniert eigentlich super perfekt, und da auch ein Danke an die Regierung, die ja diese Anregungen aus dem Handel aufgenommen haben. Also wir haben gesagt, wir brauchen eine Click-and-Collect-Lösung, die wir komplett unkompliziert und kontaktfrei anbieten können. Also das geht so weit, der Kunde muss ja gar nicht mehr in ein Möbelgeschäft oder das Geschäft gar nicht betreten, sondern die Aufträge oder Abholaufträge sind ausbezahlt, vorbezahlt,
und werden sogar nach Terminaviso dort abgeholt. Das funktioniert eigentlich super reibungslos, nehmen die Kunden auch sehr gut an. Und ich glaube, das ist auch ein Schritt, den man halt gelernt hat. Und jetzt braucht man nicht immer negativ sein, was ist nicht alles schiefgegangen. Man hat ganz viel gemacht, man hat was gelernt und man macht es besser. Und ich glaube, es gibt viele Schritte, die wir noch besser machen können. Also wir sind bereit, bei allem, was an Ideen, Lösungen kommt, wir sind dabei. Man muss ja dann schauen, das Ganze sollte schon zu einem Ende kommen. Also wir schauen schon in den Löchern. Man muss ja denken, am 27. Dezember wäre bei uns der Räumungsverkauf gestartet. Das ist für uns eigentlich überhaupt die wichtigste Periode im ganzen Jahr. Und diese Abverkaufsware ist ja auf Lagern und die wartet auf Abfluss. Also ich bin gespannt, wie das mit unseren Lagerflächen dann ausschaut, jetzt dann so im Februar, März, weil die Lager übervoll sind. Wir werden den Räumungsverkauf natürlich nachholen, aber es wird auch wieder spannend. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, auch bei euch, das Thema Logistik darf man auch nicht unterschätzen. Also wie dann die Warenflüsse wieder in Bewegung kommen und dass das nicht verstopft, auch spannend. Also es gibt viel zu bedenken, Gesundheit geht vor. Ja, und vielleicht, wenn ich schon da bin, ja, alle ein bisschen disziplinierter sein. Ja.